Caroline, ich bin müde. Es ist nicht mehr weit. Wir sind bald da. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Was zur Hölle? Schließ das Tor, schnell! Die Bestie greift an! Geht Alarm! Geralt, euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau. Die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau. Diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite. Ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Ja, du hast es verdient, du Arschloch. Magie sicherlich. Die Bestie. Geralt, seht! Das Zeitalter von Schwert und Axt rückt näher. Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachten. Tetchteria, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten, aus Händlich her, aus einem Samen. Ein Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese, nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Psst, nicht so laut. So jemand war hier, aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Ja, zuallererst, wer bist du eigentlich? Und was ist hier los?
Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin es, Shani. Erkennt ihr mich nicht? Was ist euch bloß widerfahren? Es hieß, ihr seid einem Massaker in Riva zum Opfer gefallen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich leider nur an die letzten Wochen. Ich fürchte, da kann ich nicht weiterhelfen. Hier im Norden ist die Medizin noch nicht so weit. Allerdings weiß ich, dass die Erinnerungen bisweilen von selbst zurückkehren. So schlimm ist es auch nicht. Ich gewöhne mich daran. Ich gebe es ja nur ungern zu, aber Zauberer können da mehr ausrichten als unser einer. Vielleicht kann einer von ihnen euch helfen. Ja, aber wer bist du überhaupt? Was führt euch in dieses Dorf? Ich bin unterwegs zum St. Majoran-Krankenhaus in Vizima, um bei der Bekämpfung der Katriona-Seuche zu helfen. Wann brecht ihr auf? Nachdem ich den Opfern des Hundeangriffs geholfen habe. Ja, da gab es einige. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin verwirrt. Und was wird aus Alwin? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich erstmal um ihn. Vielleicht nimmt ein Dörfler ihn bei sich auf. Er wirkt aufgeweckt. Irgendjemand nimmt ihn ganz bestimmt. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Ja. Von Salamandra habe ich schon sehr lange nichts mehr gehört. Wisst ihr etwas über sie? Ich denke, das sind Banditen, die die Einheimischen einschüchtern. Gestern brachten sie einen Jungen zurück, den sie mit einer Lamia ausgepeitscht hatten. Einer Lamia? Eine Peitsche aus Maihin, mit kleinen Dornen und Haken. Mit jedem Schlag reißt sie Haut und Fleisch weg. In den meisten zivilisierten Ländern ist sie verboten. Der Junge war im Delirium und murmelte etwas von einem Lösegeld und dem Geistlichen. Leider starb er in jener Nacht. Hab Dank. Ich bleibe vielleicht länger als geplant. Warum interessiert ihr euch so für die Salamandra? Sie haben jemanden getötet, den ich mochte. Und mir etwas gestohlen. Möchte nicht in deren Haut stecken. Na dann. Wir sprechen uns noch. Das war ja jetzt mal... Alles seltsam. Irgendwie voll reingeworfen gerade. Aber zumindest läuft es jetzt gerade wieder. Wir nehmen alles mit. Ja, hier geschieht's recht, du Blöpper, du. Hier weniger. Hier auch. Schade. Konnte leider nichts machen. Halt! Nein, ich wollte eigentlich mit ihm reden. Linksklick auf Lagerfeuer entzünden, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Okay, danke schön. Tipp: Meditieren an brennendem Lagerfeuer. Das Feuer wird sich selbstständig entzünden, wenn ihr über einen Feuerstein verfügt. Ach was? Dafür sind die da. Okay. Wenn ihr keinen Feuerstein habt, wirkt das Ingi-Zeichen. Okay. Vizimas Tore sind geschlossen. Ja, ja. Guter Mann, komm mal her. Vizimas Tore sind geschlossen. Ach so. In der Gruft hausen Ungeheuer. Was hast du gesagt? Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Gott. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot, doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Erzählt mir von der Bestie.
Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Vizima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Dankeschön. Lebt wohl. Ich nehme mal an, hier darf ich nicht plündern, oder? Eine Anschlagtafel. Vielleicht kann ich Hexerarbeit finden. Linksklick auf die Anschlagtafel und zieht verfügbare Anzeichen in eure Inventar. Rechtsklick auf das Anzeigesymbol und schaltet neue Quests frei. Tipp: Sucht nach weiteren Anschlagtafeln, um zusätzliche Quests zu beschreiten. Danke. Haftbefehl. Questgegenstand. Ein Haftbefehl für den Professor. Doppelklick unterziehen. Der Guldvertrag. Beginne den Vertrag eines Hexers. Doppelklick. Okay. Vertrag. Nochmal Vertrag. Dankeschön. Und dann wieder raus. Ich hoffe, ich werde nie einen treffen. Genau wie ich. Was quatschen die? Ich werde mir sparen. Erstmals sehe ich die Mauern von Temeriens Hauptstadt. Erstmals sehe ich die Mauern von Temeriens Hauptstadt. Das ist nichts. Ich bin immer noch etwas verwirrt. Wir sind hier einfach so. Kann ich eigentlich... Hey! Was? Kann man hier eigentlich... Handeln. Was hast denn du da Schönes? Unterirdische Pflanzen. Ein Herbarium mit Pflanzen, die unterirdisch wachsen. Doppelklick um den Gegenstand. Nein. Feldpflanzen. Ein Herbarium. Es ermöglicht einem verschiedene Pflanzen, die rund um Vizima wachsen, zu infizieren. Okay. Orchideen. Honigwabe. Tafelwasser haben wir selber genug. Ja, ich weiß nicht, ob ich das alles brauche. Nee, weißt du was? Ich behalte erstmal. Man weiß ja nie. Gasthäuser und Tavernen. Meditieren in Gasthäusern. Sprecht mit dem Gastwirt und Linksklick auf Meditieren. Tipp: In der Taverne könnt ihr auch Gegenstände einlagern. Sprecht mit dem Gastwirt und klickt Lagern. Ihr könnt eure eigenen eingelagerten Gegenstände jederzeit wieder aus jedem Gasthaus und jeder Taverne abholen. Okay. Hier los. Was ist hier los? Ich poliere euch die Fresse! 10 auf den Kleinen. Keine Herausforderer. Ich bin nicht Schlag Musiker. Mich, ihr Nimme. Was? Keine Herausforderer. Hey, Kleiner. Ihr habt mich gerettet, oder? Ich habe geholfen. Ich frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Nein, meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum.
Wow, wie tapfer. Hier sind heute keine Draufgänger. Die Wache Mikul kauft Jagdtrophäen. Was wollt ihr? Heißt ihr Fremde stets so herzlich willkommen? Ist alles eins, bis wir holen uns alle. Danke für das Gespräch. Feiern wir? Nehmt an Wetttrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Linksklick während eines Gesprächs auf Trinken, um ein Getränk auszuwählen. Tipp: Allerdings haben Charaktere oft starke Vorlieben und verweigern möglicherweise alles außer ihrem Lieblingsgetränk. Trinkt euren Gegner unter den Tisch, doch achtet darauf nicht, die Besinnung zu verlieren. So, haben wir denn ein Bier? Ja, ein Pokerbier. Ja, nur das. Ein abscheuliches Bier, das in der Hauptstadt Pamirens gebraut wird. Aha. Komm, einen trinken wir noch. Ne, sorry. Kein mehr. Wir werden wütend. Ach du Scheiße. Was ist das? Ich bin besoffen. Hi. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Herr, ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Ehrlich? Wieso ich? Will sonst niemand mit euch spielen? Risiko ist euer täglich Brot. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu spielen. Meine Börse ist so leer wie des Schmiedes Blasebalg. Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Wundert mich nicht. Zweifellos habt ihr ihn ordentlich ausgenommen. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze, aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Lebt ihr denn gut mit Würfelspielen? Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Visima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Visima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narrakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Da muss ich erstmal lernen und ich lese jetzt ab sofort nichts mehr vor. Wer ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt? Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Hütet euch! Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Lebt wohl. Ich muss gehen. Darf ich jetzt spielen? Ich mag alle, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Ich würde ja gerne spielen, aber es geht nicht. Okay. Lebt wohl. Ich muss gehen. Schade. Ich hätte gerne eine Runde gespielt. Seid gegrüßt, Hübscher. Ihr seht müde aus. Wartet, habt ihr nicht das Kind am Tor gerettet? Durch Zufall. Zufall? Tatsächlich? Würden die hiesigen Bauern doch nur ab und an mal zufällig Gutes tun. Ach egal. Was kann ich euch bringen? Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Dann hätte ich gern ein Bier. Bitte. Hier, schöner Mann. Ja, wir wollen ja nicht gleich, ne?
Wie viel Geld haben wir denn? Ach so. Danke, schöne Frau, aber ich kaufe doch nichts. Ich bin geizig. Ach, der wird. Was wollt ihr? Gebt mir ein Bier. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ich sagte, gebt mir ein Bier. Wir haben keins mehr. Na gut, mal sehen, was ich habe. Guter Mann. Trinkt aus, wir schließen. Macht das nochmal, Schankwirt, dann werde ich wütend. Und das wollt ihr doch nicht, oder? Nein! Na gut. Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten und mache mich auf den Weg. Was kann ich für euch tun? Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargast plaudern. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz, sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte. Aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Immer diese Unfreundlichkeit. Nur weil wir ein Hexer sind. Diese Formel muss neu überdacht werden. Der 3 Unzen Optima Mater. Ein Tropfen Quecksilberlösung. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich bin Kalkstein, Alchemist. Geralt, Hexer. Ein Hexer? Wie viel verlangt ihr für eine Gelegenheit, euren Körper zu untersuchen? Ich glaube nicht, dass ihr euch das leisten könnt. Ihr würdet der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Na gut. Allerdings hätte ich gedacht, dass ihr zuverlässiges Wissen schätzen würdet. Ich respektiere Wissenschaft und Wissenschaftler, auch Alchemisten. Und dasselbe erwarte ich wiederum von ihnen. Verstehe. Ja, vielleicht könnt ihr ja einer Untersuchung post mortem zustimmen. Redet weiter. Und ich werde meine Meinung, was Alchemisten angeht, noch ändern. Schon gut. Tut mir leid. Der will dich doch nur untersuchen, Geralt. Doktor, weißt du schon. Blutabnahme und so weiter. Ihr seht nicht wie ein Einheimischer aus. Ich lebe in Visima, aber ich komme gerade von einer großen Versammlung von Alchemisten, Pyromanten und Geomanten in Ochsenfurt. Eine wunderbare Stadt, ein Hort der Wissenschaft. Zweifellos. Kam die Versammlung zu spezifischen Schlussfolgerungen? Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich präsentierte meine Dissertation spezifisch. Solche Versammlungen werden nicht veranstaltet, damit sie spezifisch sind. Ich bin nicht sicher, ob ich den Sinn begreife. Die Wissenschaft ist ein großer Fluss voll von Strömungen, Strudeln und gefährlichen Untiefen.
Ein einziger Flößer kann niemals alle Geheimnisse des Flusses kennen. Er muss den Hafen ansteuern und sein Wissen mit anderen Flößern teilen. Und sich betrinken und sein letztes Geld für Huren ausgeben. Ich glaube, ich verstehe. Die Wissenschaft ist wie ein Fluss. Pardon, ich schweife ab. Ihr habt von einer Rückkehr nach Vizima gesprochen. Ja, wegen der Quarantäne verplemper ich Zeit in diesem Gasthaus. Dabei warten extrem wichtige Forschungen auf mich. Und was mache ich? Ich sitze in dieser Klitsche und trinke Alkohol. Mies destillierten Alkohol. Ich habe meinem Freund eine Nachricht geschickt. Auch ein Alchemist. Er ist meine einzige Hoffnung. Er wird mir einen Pass schicken. Ich wünsche euch Glück. Danke. Die müssen mich einfach reinlassen. Müssen tun sie gar nichts. Fragt ihr die Leute immer, ob ihr sie untersuchen oder Autopsien an ihnen vornehmen könnt? Natürlich nicht, aber ihr seid ein Mutant. Eine wissenschaftlich erzeugte Verbesserung. Etwas Unnatürliches. Das erklärt alles. Nee, nichts für ungut. Ich bin nur neugierig. Braucht ihr die Hilfe eines Hexers? Ja, lest die Anzeige, die ich draußen aufgehängt habe. Ich wollte euch über Alchemie befragen. Ah, endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden, bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit. Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben! Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut. Was wollt ihr wissen? Wie kommt ihr an... Nicht mehr vorlesen. Wie kommt ihr an eure alchemistischen Grundstoffe? Ihr braucht Ausrüstung, damit ihr das korrekte Destillat erhaltet. Ich persönlich benutze einen Destillierkolben, verbunden mit einer Retorte, einer zusätzlichen Rektifiziersäule und einer Kühlspirale aus Kupfer. Und wenn ich gerade keine verbundenen Destillierkolben zur Hand habe? Ah, verstehe. Feldforschung. Olaf sollte einen anständigen Wodka oder Brand haben, der als alchemistischer Grundstoff dienen könnte. Danke. Woher bekomme ich die Zutaten? Wenn ihr selbst Komponenten beschaffen wollt, braucht ihr Bücher mit Zeichnungen und Beschreibungen der Zutaten, die man aus Pflanzen und Tieren gewinnen kann. Fahrende Händler wären eine Alternative, aber die ziehen euch das Geld aus der Tasche. Wenn ich Ungeheuer, Gewebe oder Organe brauche... Also, ich wende mich da an einen Hexer oder Jäger. Toll, danke. Ich interessiere mich für Formeln. Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Ja, aber ich will nicht alles durcheinander machen. Wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht gar nichts. Danke. Ich denke, ich habe genug gehört.
Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Ich kann ja nicht so viel reden. Redet denn... Es reicht doch, dass du hier im Wasserfall redest. Lebt wohl. Aber danke. Jetzt ist einer, der redet. So. Zum Teufel damit. Bisschen schnell, wa? Für etwas Ruhe und Frieden. Das spielt doch nicht richtig, oder? Naja. Hey, Shani. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Nein. Wir sprechen uns noch. Bleib stehen! So. Der Kuhvertrag. Ich brauche das Blut von mindestens 5 Kuhlen und bezahle reichlich. Kalkstein, der Alchemist. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist Kuhleintrag in Wissen erforderlich. Okay. Ertrunkenenvertrag. Die Kirche des ewigen Feuers sucht jemanden, der sich der Ertrunkenen am Flussufer annimmt. Bedingungen für die Bezahlung ist der Beweis, dass 3 der Bestien getötet wurden. Bringt ihre Gehirne, fragt nach dem Geistlichen. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist der ertrunkene Antrag im Bestienjahre erforderlich. Okay. Dann haben wir der Bargästvertrag. Tapferer Mann, dringend gesucht. Wer mir 10 Bargenschädel bringt, erhält 100 Ohren. Abigail, die Kräuterkundlerin. Okay. Buch der Schwalbe. Schriftrolle mit der Formel für Reihe. Kann ich die auch lesen? Das Buch der Schwalbe. Ich glaube, die haben wir schon mal gelesen, oder? Halluzinogen und hochwertiges alchemistisches Grundstoff. Schwalbe erhöht die Vitalität. Ja, ich glaube, die haben wir schon gelesen. Oder auch nicht. Furchtbringerblick. Diese Notiz enthalten die Formel eines Trankes, der mit dem Auge einer Furchtbringer herstellen wird. Dieser Tranke wird ein Bronzetalent, den man ihm einnimmt. Okay. Okay. So. Dann mache ich mal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Damit ich es besser schneiden kann. Ich wünsche euch noch was.